Startnummer 26, Janko von der Steineiche, Körpermaße. Widerristhöhe 68, Rumpflänge 78, Oberkopf 16,5. Brusttiefe 32, Brustumfang 89, Fang 9,5 cm, Gewicht 53 kg. Erscheinung und Verfassung, Gebäude und Ganganlagen. Sehr gut aufgebaut, insgesamt harmonisch, kräftige Knochen. Sehr guter Kopf, korrekt getragene Ohren. Dunkelbraune, mantelförmige Augen, 2b. Kräftiger Fang. Innenlefzen etwas aufgehellt, Maulwinkel offen. Korrektes Scherengebiss. Sehr gut ausgeformte Brust, Vor- und Hinterhandstellung korrekt. Feste Pfoten, Haar, Farbe und Abzeichen sehr gut. Natürliches Gangwerk mit guten Aktionen. Thank you.
Die Wesensüberprüfung für den Rüden Janko von der Steineiche. Selbstsicherheit sehr hoch, Temperament hoch, Führigkeit hoch, Mut sehr hoch, Schutztrieb sehr hoch, Reizschwelle mittel, Unerschrockenheit sehr hoch, Aufmerksamkeit hoch, Misstrauen gering, Triebanlagen sehr hoch, Härte hoch, Reaktion auf den Schuss gleichgültig. Der Rüde ist gekürt bis zum 15. Mai 1996. Startnummer 27, Falco vom Haus Rumpel. Körpermaße, Widerristhöhe 68, Rumpflänge 76, Oberkopf 15. Brusttiefe 33, Brustumfang 88, Fang 9 cm. Gewicht 49 kg. Erscheinung und Verfassung, Gebäude und Ganganlagen. Gut aufgebaut, kräftige Knochen, umgänglich. Sehr gut ausgeformter Kopf, kleine, korrekt getragene Ohren. Augenfarbe 3a. Passende Fangverhältnisse, etwas Kehl- und Backenhaut. Satte Maulpigmente, Scherengebiss. Vor- und Hinterhand ausreichend gut gestellt und gewinkelt. Gute Brustverhältnisse, feste Pfoten. Leicht nachgebender Rücken. Kräftiges Stockhaar, braungraue Unterwolle tritt am Nacken und am Ohransatz etwas hervor. Abzeichen richtig getönt, richtig begrenzt. Hinterhandaktionen sehr gut, Vorderhandaktion gut. Oh!
Die Wesensüberprüfung für den Rüden Falco vom Haus Rumpel. Selbstsicherheit Mittel, Temperament Mittel, Führigkeit Mittel, Mut hoch, Schutztrieb hoch, Reizschwelle Mittel, Unerschrockenheit Mittel, Aufmerksamkeit hoch, Misstrauen gering, Triebanlagen hoch, Härte Mittel, Reaktion auf den Schuss gleichgültig. Der Rüde ist gekürt bis zum 15. Mai 1996. Start Nummer 31, Tasco vom Fuße der Eifel. Die Haarstruktur entspricht nicht den Anforderungen der Körordnung. Start Nummer 37, Santo vom Wolfsberg, Körpermaße. Widerristhöhe 63, Rumpflänge 72, Oberkopf 15. Brusttiefe 30,5, Brustumfang 85, Fang 9 cm, Gewicht 44 kg. Erscheinung und Verfassung Gebäude und Ganganlagen. Mittelgroß mit guter Knochenstärke, gute Kopfform. Große Ohren werden gut getragen, Augenfarbe 1b. Etwas ausfallende Lefzen mit insgesamt sehr guter Pigmentierung. Im Oberkiefer stehen 7 Schneidezähne, Scherengebiss. Vorhand gerade, kräftige Pfoten, gute Rückenlinie, ausreichend gute Winkelung der Hinterhand, brandgut in der Farbe und Verteilung. Im Lauf sind die Ellenbogen nicht straff am Körper, gute Aktion der Hinterhand. Nur zu paaren mit Hündinnen mit korrektem Gebiss. Durch die Gruppe durch.
Die Wesensüberprüfung für den Rüden Santo vom Wolfsberg. Selbstsicherheit hoch, Temperament mittel, Führigkeit mittel. Mut hoch, Schutztrieb hoch, Reizschwelle mittel. Unerschrockenheit hoch, Aufmerksamkeit hoch, Misstrauen gering. Triebanlagen hoch, Härte hoch, Reaktion auf den Schuss gleichgültig. Der Rüde ist gekürt bis zum Ende des zuchtverwendungsfähigen Alters. Startnummer 38, Ben vom Erftal, Körpermaße, Widerristhöhe 67, Rumpflänge 75, Oberkopf 15,5, Brusttiefe 30,5, Brustumfang 88, Fang 10 cm, Gewicht 47 kg. Erscheinung und Verfassung, Gebäude und Ganganlagen. Sehr gut aufgebaut, insgesamt harmonisch, umgänglich, kräftige Knochen, guter Kopf, trocken. Augenfarbe 2a. Unteres Jochbein wenig ausgeprägt. Passende Fangverhältnisse, Lefzen und Zahnleisten sehr gut pigmentiert. Scherengebiss. Sehr gut ausgeformte Brust, feste Pfoten. Vor- und Hinterhand sehr gut gestellt und gewinkelt. Leicht nachgebender Rücken. Haar, Farbe und Abzeichen sehr gut. Natürliches Gangwerk mit guten Aktionen. Auf Haarstruktur der Hündin achten, sonst gut einsetzbar. Oh!
Fuß! Wesensüberprüfung für den Rüden Ben vom Erftal. Selbstsicherheit hoch, Temperament hoch, Führigkeit mittel. Mut sehr hoch, Schutztrieb sehr hoch, Reizschwelle mittel. Unerschrockenheit sehr hoch, Aufmerksamkeit hoch, Misstrauen gering. Triebanlagen sehr hoch, Härte hoch, Reaktion auf den Schuss gleichgültig. Der Rüde ist gekürt bis zum Ende des zuchtverwendungsfähigen Alters. Startnummer 39. Kim vom Kiefernweg. Körpermaße: Widerristhöhe 67,5, Rumpflänge 77,5, Oberkopf 14,5, Brusttiefe 33, Brustumfang 93, Fang 10 cm. Gewicht 55 Kilogramm. Erscheinung und Verfassung, Gebäude und Ganganlagen: sehr gut aufgebaut, harmonisch, kräftige Knochen, umgänglich. Sehr schöner Kopf, korrekt getragene Ohren. Dunkelbraune Augen, 1b. Kräftiger, voller Fang. Lefzen und Zahnleisten dunkel, im Maulwinkel aufgehellt, Scherengebiss. Sehr schöne Nacken-Rückenlinie. Feste Pfoten, Vor- und Hinterhand sehr gut gestellt und gewinkelt. Sehr gute Brustverhältnisse, kurzes, kräftiges Stockhaar. Abzeichen insgesamt stark verrußt. Natürliches Gangwerk mit sehr guter Hinterhandaktion. Laut EDV gute HD-Linie. Pause.
Die Wesensüberprüfung für den Rüden Kim vom Kiefernweg. Selbstsicherheit hoch, Temperament mittel, Führigkeit gering. Mut hoch, Schutztrieb hoch, Reizschwelle mittel. Unerschrockenheit hoch, Aufmerksamkeit hoch, Misstrauen gering. Triebanlagen hoch, Härte hoch, Reaktion auf den Schuss gleichgültig. Der Rüde ist gekürt bis zum Ende des zuchtverwendungsfähigen Alters.
Start Nummer 40, Hasko von Hohegeiß, Körpermaße. Widerristhöhe 68, Rumpflänge 77, Oberkopf 15. Brusttiefe 33, Brustumfang 91, Fang 10 cm, Gewicht 53,5 kg. Erscheinung und Verfassung, Gebäude und Ganganlagen. Sehr groß, im Ganzen korrekt aufgebaut. Sehr umgänglich und freundlich, kräftiger Kopf, Augenfarbe 2a, hoch angesetzte, gut getragene Ohren. Das Jochbein sollte ausgefüllter sein. Dunkle Maulpigmente, Scherengebiss. Kräftiger Nacken, gerader Rücken, kräftige Hinterhand, sehr gut gestellt und gewinkelt. Kräftige Sprunggelenke, sehr gute Brustbreite. Kräftige Schultern, gerade Vorhand, Haar und Abzeichen korrekt. Natürliche Ganganlagen, läuft jedoch etwas hackeneng. Für Hündinnen mit HD frei und guter Haarstruktur. Gut. Auf die 9.000. Wir machen heute 2 Jahre. Mach was rein, das hier ist Spaß. So, einmal auf den Block da durch. Hier!
Die Wesensüberprüfung für den Rüden Hasko von Hohegeis. Selbstsicherheit hoch, Temperament hoch, Führigkeit hoch, Mut sehr hoch, Schutztrieb sehr hoch, Reizschwelle mittel, Unerschrockenheit hoch, Aufmerksamkeit hoch, Misstrauen gering, Triebanlagen sehr hoch, Härte hoch, Reaktion auf den Schuss gleichgültig. Der Rüde ist gekürt bis zum Ende des zuchtverwendungsfähigen Alters. Start Nummer 41. Igor vom Friedenssaal. Körpermaße: Widerristhöhe 66, Rumpflänge 76, Oberkopf 16, Brusttiefe 33, Brustumfang 95, Fang 10 cm, Gewicht 57 kg. Erscheinung und Verfassung, Gebäude und Ganganlagen: groß, kräftig, etwas gestreckt, sehr umgänglich, typischer Kopf, hoch angesetzte, gut getragene Ohren. Mandelförmige Augen 2a. Maulpigmentierung ganz dunkel, Scherengebiss. Sehr gute obere und untere Linie. Ausreichende Hinterhandwinklungen, tiefe, breite Brust, knochenstarke Vorhand. Haar sehr gut, Abzeichen an der Brust schwach. Frei ausgreifendes Gangwerk mit sehr guten Aktionen. Fester Rücken. Laut EDV sehr gute HD-Linie, für kurze, kompakte Hündinnen zu empfehlen.
Fuß. Die Wesensüberprüfung für den Rüden Igor vom Friedenssaal. Selbstsicherheit hoch, Temperament mittel, Führigkeit mittel, Mut hoch, Schutztrieb mittel, Reizschwelle mittel, Unerschrockenheit hoch, Aufmerksamkeit hoch, Misstrauen gering, Triebanlagen mittel, Härte mittel, Reaktion auf den Schuss gleichgültig. Der Rüde ist gekürt bis zum Ende des zuchtverwendungsfähigen Alters. Startnummer 42, Glenn von Hohenhameln, Körpermaße, Widerristhöhe 65, Rumpflänge 73, Oberkopf 16, Brusttiefe 32, Brustumfang 87, Fang 10 cm, Gewicht 47 kg, Erscheinung und Verfassung, Gebäude und Ganganlagen, mittelgroß bis groß, ruhig, umgänglich, leicht gehemmt. Sehr gute Kopfpartie mit gut getragenen Ohren. Dunkelbraune, mandelförmige Augen 1b. Kräftiger Fang, Belefzung dunkel, in den Maulwinkeln leicht gefleckt, Scherengebiss. Hinterhand sehr gut gewinkelt und gestellt. Sehr gute Brustbreite und Tiefe. Kräftige Vorhand. Haar sehr gut, Abzeichen insgesamt zu schwach. Flotter Traber. Bitte. Okay. Weiter. Oh!
Ruhe hier. Moment, nach dem Schuss drin. Die Wesensüberprüfung für den Rüden Glenn von Hohenhameln. Selbstsicherheit Mittel, Temperament Mittel, Führigkeit Mittel, Mut Mittel, Schutztrieb Mittel, Reizschwelle Mittel, Unerschrockenheit Mittel, Aufmerksamkeit hoch, Misstrauen gering, Triebanlagen Mittel, Härte Mittel, Reaktion auf den Schuss gleichgültig. Der Rüde ist gekürt bis zum Ende des zuchtverwendungsfähigen Alters. Startnummer 43, Hero von Hohegeis, Körpermaße, Widerristhöhe 66,5, Rumpflänge 77, Oberkopf 16, Brusttiefe 30, Brustumfang 89, Fang 10 cm, Gewicht 53 kg. Erscheinung und Verfassung, Gebäude und Ganganlagen. Sehr gut aufgebauter Rüde, trocken und fest in allen Teilen. Einwandfreier Rüdenkopf, korrekt getragene Ohren. Dunkle Augen, 2b. Kräftiger, voller Fang. P1 oben links doppelt. Lefzen- und Zahnleistenpigmentierung in Ordnung. Im Maulwinkel ganz leicht durchbrochen. Scherengebiss. Einwandfreie Brustpartie, sehr gute Nacken- und Rückenlinie. Gut gestellte und gewinkelte Vor- und Hinterhand. Richtig abgegrenzte Abzeichen, einwandfreie Haarstruktur. Ausgreifendes Gangwerk. Oh!
Die Wesensüberprüfung für den Rüden Hero von Hohegeis entspricht zurzeit nicht den Anforderungen der Körung. Der Rüde ist abgekört. Startnummer 44, Ilka von der Nonnenhöhle, Körpermaße, Widerristhöhe 61,5, Rumpflänge 70, Oberkopf 14,5, Brusttiefe 29, Brustumfang 84, Fang 9 cm, Gewicht 40 kg. Erscheinung und Verfassung, Gebäude und Ganganlagen. Große, gut aufgebaute Hündin, mittlere Knochenstärke, einwandfreier Oberkopf, Fangpartie nach vorne etwas verjüngt. Hoch angesetzte Ohren, rechts nicht ganz anliegend getragen. Dunkle Augen 2a. Dunkelpigmentiertes Maul, P1 oben rechts doppelt, Scherengebiss. Winkelungen in Ordnung, gerade Läufe. Gute Fellstruktur, einwandfreie Brustpartie, gerade Rückenlinie. Gut verteilte Abzeichen, im Allgemeinen etwas zu hell. Ausgreifendes Gangwerk. Hallo. Hier. Von vorne wollen wir sie mal sehen. So, Guide los. Leine locker lassen. Hund sitzen lassen, bitte. Halt und sitzen lassen. Sitz. Leine loslassen, Sitz sagen. Sitz. Leine loslassen, Stück weggehen, drehen. Sitz. Halt genau. Fuß.
Die Wesensüberprüfung für die Hündin Ilka von der Nonnenhöhle entspricht zurzeit nicht den Anforderungen der Körung. Die Hündin ist abgekört. Ganz ruhig. Die Leute standen da. Jetzt steht sie schön, ne? Start Nummer 32. Betty vom Amboss-Eck. Körpermaße. Widerristhöhe 62. Rumpflänge 68. Oberkopf 14,5. Brusttiefe 30. Brustumfang 80. Fang 9 cm. Gewicht 41 kg. Erscheinung und Verfassung, Gebäude und Ganganlagen. Sehr gut aufgebaut, mittlere Substanz, gute Knochenstärke. Umgänglich, guter Kopf, korrekt getragene Ohren, dunkelbraune Augen, 2a. Unteres Jochbein wenig ausgeprägt, Fang wirkt gestreckt. Lefzen und Zahnleisten schwarz, korrektes Scherengebiss. Gute Brustverhältnisse, feste Pfoten, Vor- und Hinterhand gut gestellt und gewinkelt. Klare Abzeichen, richtig getönt. Kräftiges, gesundes Stockhaar. Frei ausgreifendes Gangwerk, rationell. So, absetzen lassen. Fuß! Mensch, also Frau, ist doch kein Dekor. Wir fahren mal hin, wir essen Zeit. Wahnsinn, wenn man sich so schnell bei den Zähnen zeigt. Ja, ich komme zurück. Ja, haben Sie gegessen. Hier, komm hier, komm hier. Ja, ja, komm hier. Ja.
Wesensüberprüfung für die Hündin Betty vom Amboss-Eck. Selbstsicherheit hoch, Temperament hoch, Führigkeit mittel, Mut sehr hoch, Schutztrieb hoch, Reizschwelle mittel, Unerschrockenheit hoch, Aufmerksamkeit hoch, Misstrauen mittel, Triebanlagen hoch, Härte hoch, Reaktion auf den Schuss gleichgültig. Die Hündin ist gekürt bis zum 15. Mai 1996. Startnummer 33, Briska vom Dornblick. Körpermaße: Widerristhöhe 59, Rumpflänge 72, Oberkopf 14, Brusttiefe 29, Brustumfang 80, Fang 9 cm, Gewicht 38 kg. Erscheinung und Verfassung: Gebäude und Ganganlagen. Gut aufgebaut, fest in allen Teilen, umgänglich. Gute Knochenstärke, typischer Kopf, mittelgroße Ohren, dunkelbraune Augen 1b. Passende Fangverhältnisse, Lefzen und Zahnleisten dunkel, Scherengebiss. Gut ausgeformte Brust, guter Rücken, feste Pfoten, Vor- und Hinterhandstellung korrekt. Haar, Farbe und Abzeichen sehr gut. Flottes Gangwerk, fließende Aktionen. Thank you.
Die Wesensüberprüfung für die Hündin Briska vom Dornblick. Selbstsicherheit hoch, Temperament hoch, Führigkeit hoch, Mut sehr hoch, Schutztrieb sehr hoch, Reizschwelle mittel. Unerschrockenheit hoch, Aufmerksamkeit hoch, Misstrauen gering. Triebanlagen sehr hoch, Härte hoch, Reaktion auf den Schuss gleichgültig. Die Hündin ist gekürt bis zum 15. Mai 1996. Startnummer 34, Amy Spreeteufel, Körpermaße. Widerristhöhe 62, Rumpflänge 72, Oberkopf 15, Brusttiefe 31, Brustumfang 84, Fang 8,5 cm, Gewicht 43 kg. Erscheinung und Verfassung, Gebäude und Ganganlagen. Richtige Größe, sehr gut aufgebaut, insgesamt harmonisch. Kräftige Knochen, umgänglich. Sehr guter Kopf mit leichten Stirnfalten. Korrekt getragene Ohren, dunkelbraune Augen, 2a. Passende Fangverhältnisse, Lefzen und Zahnleisten sehr gut pigmentiert. Gute Brustverhältnisse, gute Pfoten, Vorhand etwas steil.
Ellenbogen nicht gut anliegend, Hinterhand sehr gut gestellt und gewinkelt, kurzes, kräftiges Stockhaar, mittelgetönte Abzeichen an der Brust wenig, am Fang etwas unklar. Natürliches Gangwerk mit guten Aktionen. Yeah.
Die Wesensüberprüfung für die Hündin Amy Spreeteufel. Selbstsicherheit hoch, Temperament hoch, Führigkeit mittel. Mut sehr hoch, Schutztrieb hoch, Reizschwelle mittel. Unerschrockenheit hoch, Aufmerksamkeit hoch, Misstrauen mittel. Triebanlagen sehr hoch, Härte hoch, Reaktion auf den Schuss gleichgültig. Die Hündin ist gekürt bis zum 15. Mai 1996. Korrektgetragen oben. Startnummer 35. Diva von der Messestadt. Körpermaße: Widerristhöhe 63, Rumpflänge 75, Oberkorb 14. Brusttiefe 30, Brustumfang 79, Fang 9 cm, Gewicht 42 kg. Erscheinung und Verfassung, Gebäude und Ganganlagen. Sehr gut aufgebaut, kräftige Knochen, etwas zurückhaltend. Guter Kopf, korrekt getragene Ohren. Dunkelbraune Augen 1b. Unteres Jochbein wenig ausgeprägt. Fang wirkt gestreckt. Zahnleisten und Außenlefzen dunkel, innen aufgehellt, korrektes Scherengebiss. Gute Brustverhältnisse, gute Pfoten. Rücken leicht nachgebend, Vor- und Hinterhand ausreichend gestellt und gewinkelt. Haar, Farbe und Abzeichen sehr gut. Ellenbogen in Aktion ausdrehend, gute Aktion der Hinterhand. Thank you.
Die Wesensüberprüfung für die Hündin Diva von der Messe statt. Selbstsicherheit Mittel, Temperament Mittel, Führigkeit hoch, Mut hoch, Schutztrieb Mittel, Reizschwelle Mittel. Unerschrockenheit Mittel, Aufmerksamkeit hoch, Misstrauen gering. Triebanlagen Mittel, Härte Mittel, Reaktion auf den Schuss gleichgültig. Die Hündin ist gekürt bis zum 15. Mai 1996. Startnummer 36, Efi von der Räuberhöhle, Körpermaße. Widerristhöhe 61, Rumpflänge 72, Oberkopf 15,5, Brusttiefe 30, Brustumfang 82, Fang 8,5 cm, Gewicht 40 kg. Erscheinung und Verfassung, Gebäude und Ganganlagen. Sehr gut aufgebaut, insgesamt harmonisch. Kräftige Knochen, guter Kopf, schwere, korrekt getragene Ohren. Dunkelbraune Augen, 2b. Passende Fangverhältnisse, Lefzen und Zahnleisten dunkel, Scherengebiss. Gute Brustverhältnisse, feste Pfoten, gute Nacken-Rückenlinie, Vor- und Hinterhand gut gestellt und gewinkelt. Kurzes Stockhaar, Farbe und Abzeichen sehr gut. Ellenbogen in der Aktion ausdrehend, gute Hinterhandaktionen. Und noch mal eine Runde hinterher an Loserlein, eine ganze Runde bitte. Ja, kommt super. Hier, lächeln. Ja. Der schneidet sowieso alles raus. Ugh!
Die Wesensüberprüfung für die Hündin Efi von der Räuberhöhle. Selbstsicherheit hoch, Temperament hoch, Führigkeit sehr hoch, Mut sehr hoch, Schutztrieb sehr hoch, Reizschwelle mittel. Unerschrockenheit hoch, Aufmerksamkeit sehr hoch, Misstrauen gering, Triebanlagen sehr hoch, Härte hoch, Reaktion auf den Schuss gleichgültig. Die Hündin ist gekürt bis zum 15. Mai 1996.